Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. September 2024. Dominik Feusi und Marco Somm, ein Bern einfach Spezial zum heutigen Abstimmungssonntag. Wir hatten eidgenössische Abstimmungsvorlagen, aber auch in einigen Kantonen. Wir reden über alles, alles analysieren und sagen euch, wie ihr das interpretieren müsst. Ist es ein schwarzer Tag? Ist es ein bunter Tag? Ist es ein schöner Tag? Fangen wir an mit der BVG-Revision. Nicht eine Überraschung, aber doch in der Deutlichkeit, muss ich sagen, ein brutales Debakel. Das ist es. 68% Nein. Gemäss der neuesten Hochrechnung, wir nehmen die Sendung kurz vor den 2 auf. So früh kann man sonst nicht Bern einfach Spezial machen, weil man es meistens noch nicht so genau weiss. Da ganz brutal. Auch, weil es eine Behördenvorlage ist. Es ist eine Niederlage für die Bürgerlichen. Es ist eine Niederlage aber auch für Elisabeth Bohm-Schneider. Natürlich hat sie die Vorlage mehrheitlich geerbt, aber sie hat sie müssen vertreten. Sie hat sie schlecht vertreten. Es ist eine Niederlage auch für den Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er ist zuständig auf der bürgerlichen Seite für die Sozialpolitik. Die Bürgerlichen haben schon das zweite Mal in diesem Jahr bei einer sozialpolitischen Vorlage klar und deutlich verloren. Genau, wir haben schon damals gesagt, der Arbeitgeberverband braucht eine neue Führung. Direktor Roland Müller, bitte aufhören, es langt jetzt. Ich meine, ich muss jetzt ehrlich sagen, das sind zwei Debakel. Und es sind ja Debakel, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wo die Bürgerlichen und die Arbeitgeber der Linken entgegengekommen sind, dass es nicht mehr schön ist. Oder? Also ich meine, sie haben ganz viele Konzessionen gemacht, die jetzt dazu geführt haben, dass ein Teil, und zwar, man sieht es ja, die Zahlen an, einen wesentlichen Teil der Bürgerlichen auch nicht mehr mitgemacht haben, weil sie teilweise gefunden haben, das sind Konzessionen, die zu weit gehen. Zweitens haben sie aber auch nicht mehr verstanden, was überhaupt da reformiert wird. Es ist so komplex geworden, dass niemand mehr ohne 5 Doktortitel in Sozialpolitik das verstanden hat. Ich muss ehrlich sagen, der Arbeitgeberverband, das ist ein wichtiger Spitzenverband, aber der holt nur noch Niederlagen. Aber du hast es erwähnt, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man ist links so extrem entgegengekommen, Stichwort mit diesen 15 Übergangsgenerationen, dann aber auch mit dem Senken vom Koordinationsabzug, wo dazu geführt hat, dass Teilzeit, insbesondere Teilzeit arbeitende Frauen, mehr Renten bekommen. Auch Tieflöhner hätten davon profitiert, oder? Links hat, und das, man hat das so weit gemacht, eben bis wichtige Verbände, also Gastroswiss insbesondere, gesagt hat, nein, es kostet uns so viel, und zwar die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer kostet uns das viel, und es gibt nachher nicht viel Rente mehr. Da machen wir nicht mit. Und das ist ein wichtiger Verband. Und wie absurd die ganze Taktik eben war, ist, das sieht man an einem Statement von der Mattea Meier. Das ist mir wirklich vorher aufgefallen. Sie sagt, und ich zitiere, die Menschen haben heute zum zweiten Mal in diesem Jahr klargemacht, dass sie höhere Renten wollen und keine Rentenkürzungen zulassen. Das ist verrückt, weil es hat ja höhere Renten gegeben, insbesondere für die Frauen. Darum, ich bin froh, die FDP hat eine Medienmitteilung rausgelassen und hat gesagt, Linke verhindert bessere Renten für Frauen, genau so ist es. Und trotzdem geht Mattea Meier und sagt, man hat Rentenkürzungen verhindert. Das ist das Absurde von dem Abstimmungssonntag und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und Schlussfolgerung ausziehen. Genau, und Schlussfolgerung ist einfach klar. Aber es wird natürlich genau das Gegenteil passieren in Bern, weil man jetzt Angst hat vor der Gewerkschaft, die wahnsinnig ernst nimmt. Die Referendumsmacht von der Gewerkschaften hat sich jetzt können etablieren. Das andere war ja eine Volksinitiative, gewesen, 13, die Renten. Und das war eigentlich eine Schlangenölverkaufaktion. Man hat den Leuten einfach gesagt, schau, es gibt einfach Geld und es zahlt der Kongo. Also es ist etwa so, das zahlt der Marsmensch, zahlt das einfach und das ist ja kein Problem. Das sagen alle ja. Das wissen wir jetzt. Aber jetzt beim Referendum, jetzt gegen die BVG-Revision, das ist natürlich ernst. Also das zeigt natürlich, dass Gewerkschaften in der Sozialpolitik mit Referenden sehr viel machen können. Aber, und das ist der ganz wesentliche Punkt, man muss es jetzt mal probieren, man muss halt probieren, mal wieder Volksabstimmungen probieren zu gewinnen, mit klar bürgerlichen Vorlagen, dass man wenigstens das ganze eigene Lager kann mobilisieren, weil ich bin einfach todsicher, es wird wieder rauskommen, dass Leute, die normalerweise bei der SVP sind, auch ein grosser Teil wahrscheinlich von der Mitte, nämlich ein grosser Teil von den sogenannten einfachen Leuten, die ja eigentlich von dieser Reform am meisten profitiert hätten, haben Nein gestimmt. Da bin ich ziemlich sicher. Das heisst, das ganze bürgerliche Lager muss man haben in der Sozialpolitik und es macht keinen Sinn, irgendwelche Konzessionen zu machen und nachher am Schluss sagen die Linken, Edgy Patch, ihr könnt den Schrott selber auslöffeln. Oder es ist
etwas, was sie bürgerlich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber wir müssen es noch einmal sagen, immer noch nicht gemerkt haben. Die Linke, das ist eine pubertäre Lebenshaltung. Ich bin auch mal links gewesen, weil ich 18 war und gedacht habe, das ist schön, wenn die ganze Welt schön ist. Die Linke auch in diesem Land profitieren davon, dass sie nie voll die Verantwortung übernehmen müssen. Nie. Sie wissen immer, alle ihre Rezepte werden nachher so verwässert oder umdiskutiert, dass die Bürgerlichen das nachher ausführen können. Und es ist dann nicht so schlimm, bis gekommen wäre, zum Beispiel in anderen Ländern. Oder wenn man sehen, die Debakel in anderen Ländern, nehmen wir mal die Energiepolitik. Deutschland ist das beste Beispiel. Das ist das Ergebnis von einer rot-grünen Energiepolitik. Und was ist das Ergebnis? Es ist ein Debakel sondergleichen. Bei uns ist das immer ein bisschen abgeschwächt worden, weil die Bürgerlichen immer wieder Verantwortung übernehmen. Und die Linken könnten die ganze Zeit mit Maximalforderungen kommen, die guten, lieben Menschen spielen. Eben, ich meine, Matthias Meier, das ist ja so etwas von naiv, oder? Also, ja, die Leute wollen einfach höhere Rente. Ja, wie wollen sie es denn eigentlich zahlen? Was meint die eigentlich? Also, gut, das fragt sie sich. Eben, das ist genau das. Das ist die These bestätigt. Das fragt sie sich eben gar nicht, wie das gezahlt wird. Das die Bürger nachher schauen, dass irgendwie noch geht, oder? Gut, und jetzt, oder wie geht es weiter? Das ist jetzt ein bisschen die Frage, oder? Also der Gerhard Pfister hat bereits ein Timeout gefordert. Bin nicht sicher, ob für ihn oder wie das genau gemeint hat, für ihn, für die Mitte oder für die Elisabeth Baum-Schneider oder für die Bürgerlichen. Timeout fordert man in der Schweizer Politik immer dann, wenn man wirklich wie ein Berg vor einem Esel, wie der Esel vor einem Berg steht, so geht es rum. Ich glaube, es ist nicht das Richtige, ein Timeout. Und es ist auch nicht das Richtige. Ich habe schon so gehört, ja, dann muss man halt warten, bis die Elisabeth Baum-Schneider mit einer Vorlage kommt. Weil das ist ganz gefährlich. Weil die Elisabeth Baum-Schneider, was macht sie? Sie läutet natürlich an Pierre-Yves Maillard, einen Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, an, oder? Aber mal schauen, ob der etwas anbringt, wo mehrheitsfähig ist. Das ist eben auch nicht mehrheitsfähig, was sie wollen. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde auch, man soll jetzt warten. Ich finde es wirklich wieder genau das Gleiche wie bei der 13. Rente. Also gut, ihr habt ja gewonnen, ihr Linken. Also hopp, dann zeigen, wie es weiter soll gehen. Das sie fordern, in den Medienmitteilungen fordern sie einen Kurswechsel, also insbesondere einen Teuerungsausgleich auf der zweiten Säule. Und sie fordern auch eine Beschränkung, weißt, von den Administrationskosten, die insbesondere bei grossen Sammelstiftungen halt höher sind als bei gewissen anderen. Es gibt ja dort einen Wettbewerb, oder? Und man will dort natürlich das immer noch mehr verregulieren. Ich glaube nicht, dass es so, dass das kleine Umschräubeln an gewissen Sachen etwas bringt. Wir müssen eigentlich, ich glaube, mehr der Arbeitgeberverband muss das Drei-Säulen-Prinzip retten, zusammen mit den Bürgerlichen. Es braucht eine Sanierungsvorlage und man muss die durchbringen mit allen bürgerlichen Verbänden, sodass Gastroswiss und andere, die jetzt dagegen gewesen sind, wirklich dafür sind, dass auch die Pensionskasse, da hat man teilweise ja nicht viel gehört von denen. Die haben gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn das abgelehnt wird. Ja, meine, dann haben auch viele Bürgerliche gedacht, ja, man muss ja nicht unbedingt ja stimmen. Also das ist ein guter Hinweis. Und das habe ich selber erlebt, wo wir da in der FDP Wedischwil über das diskutiert haben, da war auch jemand der, der das vehement vertreten hat, der sehr gut rauskommt bei der Pensionskasse und absolut ein Liberaler ist. Und der hat genau das Gleiche gesagt, wie du jetzt auch gesagt hast, oder? Und Pensionskassen sind gar nicht so unglücklich, dass das nicht läuft, weil die meisten Pensionskassen haben eigentlich die Leute, die im Überobligatorium sind, schon lange mit einem anderen Umwandlungssatz behandelt. Also die haben eigentlich das Problem schon lange gelöst für sich innerhalb von der Pensionskasse. Die Einzigen, die richtig betroffen sind, und das ist das Perverse an dem linken Referendum, sind die, die nicht im Überobligatorium versichert sind. Und das sind die Leute, die tief Einkommen haben. Das sind Frauen, das sind Teilzeitleute, das sind Migranten. Es sind alles die Leute, die Linken behaupten, sie dürfen sie vertreten. Aber genau, sie vertreten die gar nicht. Es ist eine Verarschung hoch drei. Und hört mal zu, was die Oberschichtspartei, die sich marxistisch anmalt, die ganze Zeit euch für Blödsinn einbrockt. Das sollten die Leute mal merken. Aber ich muss es zugeben, ich meine, fast niemand ist jetzt da noch rausgekommen in dieser Vorlage. Muss man vielleicht auch mal sagen, 10-15% haben einfach mal Nein gestimmt, weil sie nicht mehr rausgekommen sind. Und da muss man sagen, das ist ja ein guter Instinkt. Das ist ja genau da, wo in der Finanzkrise das Problem war, dass die Leute irgendwelche Instrumente gekauft haben, wo sie nicht mehr rauskommen. Ich finde auch bei den Vorlagen, bei der Volksabstimmung, ist ganz wichtig, wenn ihr nicht rauskommt, sagen, nein, das ist schon richtig. Da muss ich sagen, es ist nicht, eben, wenn man es jetzt mal grösser anschaut, muss ich sagen, es ist ein Debakel für die Bürgerlichen,
vor allem für den Arbeitgeberverband. Und die Lehre sollte sein, macht es doch allein. Schaut mal die Sparvorlage jetzt an. Wir haben ja schon darüber geredet am Freitag, wo der Bundesrat jetzt machen will. Leset das birrenweiche Interview mit Lisa Mason, der Präsidentin der Grünen. Die wollen kein Rappen sparen. Mit denen müsst ihr keinen Kompromiss machen. Wirklich nicht. Und wir können keine neuen Einnahmen brauchen. Wirklich nicht. Wir müssen schon neue Einnahmen machen, ziemlich sicher wegen der 13. Rente. Hört auf. Spart einfach. Macht eine gute Vorlage, wo alle Bürgerlichen der Händler sind. So geht der Gerrit Pfister. Dann funktioniert es. Es gibt einfach eine Schwierigkeit, oder? Wenn du erste und zweite Säule vergleichst. Oder bei der ersten Säule, die kannst du immer mit irgendwelchen Verschuldungen in der Zukunft, oder? Die kannst du immer in Kauf nehmen. Du kannst jetzt sozusagen bescheissen. An einer Veranstaltung letzten Dienstag hat der Pierre-Yves Maillard auf die Frage, wie man die 13. AHV-Rente finanziert, gesagt, ja, im 2025 sieht es bei der AHV ja gut aus, oder? Also man kann immer, weißt du, Rentenversprechen machen, die erst in der Zukunft irgendwann anfallen oder erst dann wirklich gefährlich werden. Und dann kann man später kommen mit irgendeiner Geldvorlage. Bei der zweiten Säule geht das nicht, weil die ist viel ehrlicher. Dort gibt es die Rente nur aus dem Geld, das du selber in deinem Arbeitsleben angespart hast. Das ist eben eine typisch bürgerliche Säule. Darum muss man sie auch so verteidigen, weil sie eben nicht mit Mickey-Maus-Einnahmen rechnet, wie die erste Säule. Weil sie eben wirklich von dir und von der Wirtschaftsentwicklung, von deinem Arbeitgeber abhängt. Und das wird aber im politischen Prozess, wo es eben oft um Mickey-Maus-Einnahmen in der Zukunft oder Mickey-Maus-Defizite in der Zukunft geht, manchmal zum Problem und die Ehrlichkeit. Und das muss man den Leuten zeigen, auch mit Rechenbeispiel, die zweite Säule ist die ehrliche, finanzierte Säule, die erste Säule ist die pubertäre Säule. Genau, aber nicht nur ehrlich, sondern eben auch solid, weil letztlich hängt man dort direkt an der Entwicklung der Finanzmärkte. Und sehr viele Leute, die nicht so draus kommen, die Finanzmärkte, haben das Gefühl, ja, das ist doch ein Casino, das ist sehr riskant. Aber es stimmt nicht. Wenn wir würden schauen, die Entwicklung seit den 20 Jahren, wenn wir unsere ganze Pensionskasse, unsere ganze Rentenversicherung nur aufgebaut hätten auf die Finanzmärkte, also zweite Säule, dann hätten wir viel bessere Renten, weil wir hätten partizipiert an der grössten Wohlstandsvermehrung aller Zeiten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, löset das sagen, wie viel Wohlstand geschaffen worden ist in der Schweiz seit 1925. Das ist unglaublich. Das ist ein Faktor 10, 15, 20. Wir hätten gar kein Finanzierungsproblem mit der Rente, weil wir sind so viel reicher geworden. Aber Umlageverfahren, wo Demografie eine Rolle spielt, ist eben wirklich eines der dümmsten Verfahren, wenn man weiss, dass wenn die Leute mehr Wohlstand haben, haben sie weniger Kinder. Das ist der Punkt. Deshalb, das Umlageverfahren scheitert, umso reicher wir sind. Das ist das Perverse eigentlich an dem Umlageverfahren. Das rechnet mit einer alten Industriegesellschaft, wo die Leute arm sind und deswegen sehr viele Kinder haben, in der Hoffnung, dass denn die irgendwie ihnen helfen im Alter. Also, das Umdenken, das muss man den bürgerlichen Wählern klar machen, dass die Leute merken, die AHV ist wirklich, wie du richtig sagst, eine Mickey-Maus-Veranstaltung. Wir haben es am Freitag auch gesagt, Subventionen, 11 Milliarden jedes Jahr muss der Bund schieben in die AHV, weil die AHV eigentlich das Umlageverfahren nicht mehr funktioniert. Jedes Mal ein Defizit da ist. Das ist doch kein gutes System. Genau. Also, es war ein Mittwoch gewesen, wo man das gesagt hat mit dem Subventionsreport. Einfach für die Zuhörer, die jetzt schauen und das nachhören wollen, die Sendung nachhören vom letzten Mittwoch mit dem Martin Mosler vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik. Aber jetzt müssen wir zum zweiten Thema gehen. Genau. Biodiversitätsinitiative. Gott sei Dank, das Wort muss man bald nicht mehr aussprechen, weil es auch so eine birrenweiche Vorstellung ist von der Linken, dass Biodiversität jetzt wirklich das allergrösste Problem ist von unserem Land. Das ist nicht wahr. Wir haben nicht ein wahnsinnig dringendes Problem hier. Und die meisten Wähler und Wählerinnen haben das auch gecheckt. Wie sind dort die Ergebnisse? Ja, ist noch verrückt, weil bei der Prognose hat es immer geheißen, ja, sie könnte noch angenommen werden. Irgendwie so 51% ja, habe ich im Kopf und so. Jetzt ein ähnlich krasses Ergebnis, 63% nein, 37% ja. Das ist die Hochrechnung von SRF durchgeführt, vom GFS Forschungsinstitut, also vom Lukas Golder in Bern. Und man kann wirklich sagen, also es ist am Schluss, wir haben es auch wirklich ausrecherchiert, oder? Beim Nebelspalter. Alle die Zahlen,
Zahlen, die die Befürworter gebracht haben, das kostet 12 bis 14 Milliarden pro Jahr volkswirtschaftlich. Wenn man da nicht ja sage, es sterben irgendwie die Arten der ganze Zeit. Ein Drittel von der Arten sind gerade kurz vor dem Sterben und so weiter. Oder auch eben letztlich der Angriff mit dem Begriff ökologische Infrastruktur aufs Eigentum von der Landbesitzer, mehrheitlich Bauern. Das ist alles entlarvt worden und ist heute krachend gescheitert. Genau, und wie sollen wir jetzt das weiter interpretieren? Also erstens kann man jetzt einfach politökonomische Analyse. Erstens einmal muss man wieder mal sagen, der Bauernverband ist das auf der rechten Seite, was auf der linken Seite Gewerkschaften sind. Also der Bauernverband, der ist wirklich gefährlich. Der kannst jedes Mal gewinnt er eigentlich, der hat jetzt wieder eine ganz grosse, emotionale Auseinandersetzung für sich entschieden und eben wirklich mit Bravour. Absolut souverän entschieden. Das ist meiner Meinung nach der beste Verband. Vielleicht der Arbeitgeberverband könnte man ja fusionieren mit dem Bauernverband, dann würde das vielleicht ein bisschen besser werden. Nein, jetzt ernsthaft, die hören auf, die Wirtschaftsverbände, die müssen sich mal langsam ein bisschen überlegen, warum das sie so häufig verlieren. Vielleicht liegt es auch an der Qualität des Personals. Tut mir leid, es hat vielleicht auch mit dem zu tun. Wer in der Wirtschaft tätig ist, weiss das eigentlich. Aber die Wirtschaftsverbände sind offensichtlich nicht Teil von der Privatwirtschaft, wo das Leistungsprinzip eine Rolle spielt. Gut. Zurück zu den Bauern. Das ist mal das Erste. Die haben hier gewonnen. Wer hat verloren? Es sind die Grünen. Und da, Dominik, was muss man da mal einfach auch festhalten für die Bürgerlichen, damit die Bürgerlichen die richtigen Schlüsse ziehen? Ja, die links-grünen Umweltverbände. Und sie haben insgesamt 3 Millionen Franken in den Abstimmungskampf hineingeworfen. Sie haben sehr viel Geld, weil sie ungerechtfertigterweise als gemeinnützig und damit steuerbefreit anerkannt sind. Das hätten wir auch wieder mal müssen sagen. Nein, und ihre extreme Umweltschutzpolitik, die ist krachend gescheitert. Das ist wie eine Art Höhepunkt, sehe ich es so, von 30 Jahren Umweltpolitik, seit den Formalitäten 90er Jahren und Moritz Leuenberger, der Bundesrat wurde, ist 1995 und direkt an die Spitze von dem wichtigen Umwelt- und Infrastrukturdepartement gekommen ist. Es ist eigentlich meiner Ansicht nach ein Auftrag, die Richtung zu ändern. Wir wollen ein Land sein, das die Natur schützt. Aber wir wollen nicht die links-grünen Rezepte. Das ist jetzt einfach klar. Und der Albert Rösti hat, glaube ich, ab morgen den Auftrag, eine neue Umwelt- und Raumpolitik zu machen. Eine, die nicht links-grün ist, sondern die vernünftig ist, die auch wirklich im Ziel und nicht nur Subventionen für links-grüne NGOs produziert. Genau, und das haben eben die Linken auch gemerkt, dass der Albert Rösti wirklich die Schlüsselfigur ist. Ich meine, auch wieder zurück zu dem Interview in der Sonntagssitzung mit Elisa Mason. Könnt das lesen, das ist wirklich aufschlussreich. Es ist auch interessant, einfach zum mal wieder lernen, oder? Also die Bürgerlichen werden ja häufig kritisiert, intern werden die Bürgerlichen kritisiert, wenn man die Linken zu fest kritisiert, oder? Also wir zum Beispiel werden ja ab und zu auch tadelt, oder? Dann sagen die Leute, hey, man kriegt die Linken. Hört mal zu, wie die Elisa Mason über die Bürgerlichen redet. Da ist kein einziges positives Wort zu finden. Und zwar für natürlich die ganzen nicht. Bürgerlichen. Oder lernen mal von den Linken. Die Linken sind nicht so doof. Und sagen die ganze Zeit, nein, wir finden, das ist schon ganz viele Sachen von den Bürgerlichen ganz gut. Irrsinnig finden wir es. Die sind nicht so naiv. Die wissen genau, im politischen Kampf musst du sicher nicht in der Öffentlichkeit den Gegner loben und stark machen. Das kannst du intern bei einem Bier kannst du mal sagen, du hast ihm vielleicht da noch recht. Aber sicher nicht öffentlich. Lisa Mason weiss das. Alle Linken wissen das. Schaut mal, wie die Linken immer schön geschlossen ihre linken Rezepte vertreten, bis in tiefen, tiefen Untergang. Sie können 500 Mal verlieren eine Abstimmung. Sie weichen nicht davon ab, während die Bürgerlichen die ganze Zeit das Gefühl haben, ja, wir müssen schauen, dass die Linken recht haben. Nein, jetzt noch einmal zurück. Es ist offensichtlich, dass die Linken gemerkt haben, der Rösti ist das grösste Problem. Der Mason redet eigentlich so, als wäre der Albert Rösti allein im Bundesrat. Das hätte er allein das Sparprogramm aufgelegt. Dabei ist genau. Das Karin Keller-Sutter. Und es ist, abgesehen vom Serge Gaillard, einem absolut ausgewiesenen Sozialdemokrat, jetzt ist der Rösti plötzlich noch der Sparminister. Es ist wirklich grotesk, aber es ist völlig, und das lächerlichste am Schluss finde ich, dass er ist ein Lobbyist geblieben von den fossilen Energiequellen. Wo ist denn da die fossile Brennstoff? Wo ist das in dem Sparprogramm? Weil er für Atomkraftwerk ist. So viel ich weiß, aber das wissen die Grünen vielleicht nicht. Atomkraftwerke laufen mit Uran. Nicht mit Öl. Gell? Nicht mit Öl und nicht mit Gas, ihr Vollidioten. Gut, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ganz wichtig. Was müssen die Bürgerlichen für Lust ziehen? Die linksgrüne Politik im Umweltschutz ist eigentlich nicht mehrheitsfähig, sie ist vorbei. Aber was ich auch noch interessant finde, Dominik, gewonnen hat natürlich auch heute eben die alte Sozialdemokratie,
wo eigentlich Brot- und Butterpolitik macht, oder? Wo sagt, wir setzen uns ein für sozialpolitische Massnahmen, die haben gewonnen. Während die Woke-Linke, und die Meier gehört eigentlich dazu, aber sie kann es ein bisschen verstecken. Ah, der Cedric Wermuth gehört eigentlich dazu. Die haben eigentlich verloren, weil Biodiversität, das ist jetzt genau so das Anliegen gewesen von diesen Woke-Linken. Und die haben eigentlich verloren. Also meiner Meinung nach, finde ich, dort merkt man auch eine gewisse Zeitenwende. Das merkt man auf jeden Fall, oder? Und zwar, das merkst du auch daran, dass sie sagen, sie wollen weitermachen bei diesem Thema, oder? Sie wollen einfach, es ist schlichtweg egal. Und dann noch etwas anderes, was mir aufgefallen ist, ich habe bei SRF so Interviews gelost von den Befürwortern. Und dort, oder, alle die komischen Argumente von wegen Artensterben und, wir sterben gerade alle, wenn wir da nicht Ja sagen, sind ja vom Tisch, wie ich erwähnt habe. Was jetzt geblieben ist, ist, ja, es gäbe einen wissenschaftlichen Konsens von 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gesagt haben, dass eben das trotzdem so ist, dass die Biodiversität am Abblicken ist, komplett und so. Man hat so in den letzten zwei Wochen noch probiert, Diskussionen noch zu framen oder respektive eben zu verweigern über das kritische Anschauen von diesen Zahlen der Befürworter. Das hat auch nicht funktioniert. Also am Schluss glaube ich, dass es da bei dieser Abstimmung schon auch ein bisschen ein Vernunftzeug ist von vielen, ganz normal bürgerliche, mitte-rechtstehende Menschen in diesem Land, die dem Geschwaffel von, dass 400 Wissenschaftler irgendwie mehr Recht haben, als, und wir nachher dann nicht mehr können darüber diskutieren, wie wir es selber sehen, und darum müssten unbedingt Ja stimmen. Auch das hat am Schluss nicht funktioniert, und das ist auch eine sehr tröstliche Ansicht, finde ich. Genau, und jetzt noch ein Lesetipp für alle liberalen Hörer und Zuhörer, wir haben ja fast nur für ihnen. Einfach schaut den morgen. Die Medien werden es jetzt framen als grossen Sieg von der Linken, der Abstimmungssonntag, oder? Wie sie gewonnen haben bei der BVG-Revision. Tatsache ist, dass sie bei einem Thema, das für sie, für die Linken, nämlich viel wichtiger ist, nämlich der Umweltschutz, die grünen Anliegen, Biodiversität, und so, sind eigentlich viel wichtiger für die Woke-Linken. Weil die Woke-Linken hat die Partei, die SP und die Grünen sowieso völlig übernommen. Es sind ja nur noch Gewerkschaften eigentlich, die es anderen noch vertreten, aber letztlich haben heute nicht die Linken gewonnen, sondern die Linken haben massiv verloren. Das ist eine brutale Niederlage bei dieser Diversitätsinitiative. Das ist ganz extrem. Es ist deswegen auch eine brutalere Niederlage letztlich, weil bei der BVG-Version, ich habe es gesagt, einerseits ist es kompliziert gewesen. Viele Leute haben schon mal Nein gesagt, wie sie nicht rausgekommen sind. Zweitens, die Bürgerlichen sind sich eigentlich uneinig gewesen, haben genau nicht recht gewusst, ist das jetzt wirklich etwas gut? Lohnt sich das, der Kompromiss, dass wir so viel zahlen für das und so weiter? Das ist nicht eine Niederlage von der Bürgerlichen, der heutigen Abstimmungssonntag, sondern es ist eigentlich eine Niederlage von der Woke-Linken. Und das zeigt auch der Kanton Zürich. Gehen wir noch in den Kanton Zürich. Wichtiges Ergebnis, Dominik, um was geht's? Ja, die SVP gewinnt mit ihrem Asylreferendum, allerdings nur knapp. Es ist darum gegangen, ob vorläufig Aufgenommene besseren Zugang zu Stipendien bekommen. Die SVP war dagegen gewesen. Und das sieht jetzt so aus, nach der gemäss der Hochrechnung haben 46,2% dieser Vorlage zugestimmt, 53,8% haben gemäss der Hochrechnung immer noch sind dagegen gewesen. Genau, und ich habe zwar jetzt vorher gesagt, es ist eigentlich ein Sieg von der Bürgerlichen oder sagen wir vom Common Sense, aber man muss schon sagen, mit dem Kanton Zürich, also da muss man sich langsam Sorgen machen, wie der Kanton Zürich abstimmt. Ich meine, dass so etwas nur knapp abgelehnt wird, ist schon verrückt. Oder überlegt mal, um was geht es eigentlich? Es geht um vorläufig Aufgenommene. Das sind alles Asylbewerber, die uns angelogen haben, die behauptet haben, ich brauche Asyl, weil ich politisch verfolgt bin. Und nach einem riesigen, aufwendigen Verfahren mit 800'000 linken Anwälten, die ihnen helfen, sind wir zum Schluss gekommen, nein, ihr seid nicht Flüchtlinge, ihr seid überhaupt nicht gefährdet. Ihr seid nie gefährdet an Leib und Leben, gar nie. Sondern ihr wollt einfach ein bequemeres Leben als in eurem Heimatland, wo ihr im Stich lönt, wo soll verrotten, wo euch scheißegal ist. Und dann kommt ihr hier und lasst euch vollkommen finanzieren von uns. Und jetzt wollt ihr noch ein Stipendium, damit ihr irgendetwas studieren könnt, das ihr sowieso nicht abschliessen. Ich meine, dass man da als normaler Stimmbürger nicht sagt, hey, nein, das kommt nicht in Frage. Sondern dass gleich immer noch 46% Idioten im Kanton Zürich so etwas zustimmen. Ich meine, ich muss schon sagen,
es lässt einem ein bisschen verzweifeln. Kanton Zürich, Quo Vadis, für die Zürich-Zeitung titeln. Gut, das war es von dem Bern einfach spezial am heutigen Abstimmungssonntag. Es gibt noch andere Ergebnisse, aber die tragen wir nachher dem morgen noch zusammen, würde ich sagen. Bern einfach spezial am 23. September, 22. September 2024, Dominik Feusi und Markus Somm. Ein durchzogener Sonntag, nicht nur ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut, aber doch interessant. In dem Sinn wünschen wir noch einen schönen Sonntag, macht's gut und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal mit der gleichen Sendung. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.